Während einer Krebserkrankung wird das Essen oft zum Problem. Und für Eltern ist es schwer auszuhalten, wenn ihr Kind nicht richtig essen kann. Deshalb geht es während der Therapiezeit darum, den Kindern etwas anzubieten, das energiespendend und gesund ist und gut gegessen werden kann. In diesem Film erfahren sie, worauf es dabei ankommt. Mit einer guten Ernährung haben Kinder mehr Kraft für die Therapie. Sie vertragen die Behandlung oft besser und haben weniger Nebenwirkungen. Gute Ernährung bedeutet viel Gemüse, Salate und Obst als Basis. Möglichst bunt und farbenfroh essen, zum Beispiel gelbe Paprika, rote Tomaten, grünen Spinat. Bei Brot, Nudeln und Reis am besten die Vollkornvariante. Fleisch und Fisch sind 1 bis 2 Mal in der Woche ausreichend. Süßigkeiten sind nicht verboten, sollten aber in Maßen gegessen werden. Wichtig ist, möglichst wenig industriell hergestellte Lebensmittel und Gerichte zu essen und stattdessen möglichst viel selbst zu kochen. Es gibt auch Phasen, in denen die Kinder nicht gut essen können, weil zum Beispiel die Mundschleimhaut entzündet ist. Die Nahrung muss jetzt vor allem leicht zu schlucken sein, nicht reizen, aber trotzdem viele Nährstoffe enthalten. Der Körper braucht in der Therapie insgesamt mehr Eiweiß, zum Beispiel Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Nüsse und Hülsenfrüchte und auch mehr Energie in Form von Fett, indem man die Speisen mit Öl, Butter, Sahne, Creme fraiche und so weiter anreichert. Für viele Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit, Mundschleimhautentzündung, Durchfall oder Verstopfung gibt es in der Ernährungsmedizin Tipps, um die belastenden Symptome zu lindern. Bei Appetitlosigkeit können Sie viele kleine Snacks anstelle großer Portionen anbieten. Neben Smoothies bieten sich hier auch leicht zu essende Speisen wie Eiscreme, Suppen, Eintöpfe oder Pürees an.